Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dirk Salas 94 Podcast. Heute mit den wundervollen Themen Alice Madness Returns, einem neuen Kanalhintergrund und The German LP News sowie als letzter Punkt neues Ende. Gut, fangen wir auch direkt an mit Punkt 1 und zwar Alice Madness Returns. So, ich habe jetzt mittlerweile glaube ich 8 Parts hochgeladen oder 7, keine Ahnung. Und habe auf jeden Fall bisher 10 Parts gespielt, also 3 oder 2, je nachdem, habe ich dann noch auf dem PC, die werden noch hochgeladen. Und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir richtig gut. Ich finde, das Spiel ist so stimmig, die Grafik und dieses ganze verrückte, durchgedrehte, dann das Monsterdesign, dann Alice mit ihrem Messer und der Pfeffermühle als Waffe, das passt irgendwie alles zusammen, wie die Faust aufs Auge. Also ich muss sagen, ein wirklich sehr stimmiges Spiel. Aus diesem Grund macht mir das Let's Play auch ziemlich viel Spaß, muss ich sagen, und das wird also definitiv weitergeführt. Wie viele Parts da pro Tag folgen, weiß ich nicht, aber das Let's Play wird auf jeden Fall beendet und auf jeden Fall weitergemacht. Es macht mir nämlich ziemlich viel Spaß. So, Part, beziehungsweise nicht Part, sondern Nummer 2, der neue Kanalhintergrund. Ja, endlich habe ich mich dann doch mal dazu durchgewogen, jemand anderes das Kanaldesign für mich zu machen. Das sieht jetzt natürlich auch viel cooler aus wie das alte. Ihr findet den netten Herren, der mein Kanaldesign hat gemacht hat, in meinen Partnerkanälen. Außerdem werde ich ihn jetzt auch nochmal hier irgendwo verlinken. Und schaut euch mal seinen Kanal an. Er hat mir, wie gesagt, dieses Kanaldesign gemacht. Und er hat mir auch das Kanaldesign für meinen Zweitkanal, The Player News, gemacht. Apropos The Player News, kommen wir zu Punkt 3, The German LP News. Also quasi ein anderer News-Kanal. Und also ich finde, dieser Kanal sollte weiterhin bestehen bleiben, The German LP News. Das finde ich eigentlich ziemlich wichtig. Ich fand den Kanal auch immer gut. Mittlerweile ist es leider nur noch ein einziger, der das macht. Das ist schade. Aber gerade aus diesem Grund, bitte schickt ihm eure News. Also, wenn ihr irgendwelche Neuigkeiten habt oder wenn ihr vorgestellt werden wollt, schreibt ihm, dass die endlich mal, oder dass er, es ist ja jetzt mittlerweile nur noch einer, dass er endlich mal genug Stoff hat, um seine Videos zu machen, um die zu produzieren, sonst geht der Kanal irgendwie vielleicht irgendwann den Bach runter. Und das fände ich ziemlich schade, weil mir haben die Videos gefallen. Und ich habe auch schon News von meinem Let's Play-Kanal an ihn geschickt. Das wird dann, denke ich mal, auch irgendwann in den News kommen, wenn er wieder welche hochladen kann. Also Leute, wenn ihr irgendwas habt für ihn, irgendwelche Neuigkeiten, wenn ihr gerade irgendein Projekt anfangt oder wenn ihr jetzt gerade ganz neu dabei seid bei den Let's Plays oder was weiß ich, dann schreibt ihn an, The German LP News. Ihr müsst jetzt einfach nur auf das Logo von ihm klicken, dann kommt ihr auf den Kanal, schreibt ihn an und dann kommt ihr da in die News. Oh, sorry. Verschluckt. So. Kommen wir damit zum letzten Punkt und das ist ein neues Ende. Beziehungsweise, ja, eben ein Ende. Ich hatte früher, das ist schon ganz lange her, am Ende jedes Videos so eine kleine Einbindung gemacht, wo man dann noch zu anderen Projekten kam und das habe ich jetzt wieder neu aufgegriffen. Und wieder neu gemacht. Dort wird man dann am Ende jedes Videos zu zwei anderen Projekten weitergeleitet oder kann weitergeleitet werden. Also man hat eben die Möglichkeit, zu einem anderen Projekt zu kommen. Außerdem auf meinen Kanal zu abonnieren, zu meinem Let's Play News Kanal, also The Player News, zu kommen. Und man kann dort auch direkt zum nächsten Part gelangen. Sei denn, der ist noch nicht hochgeladen, dann geht das selbstverständlich nicht. Und das wird jetzt ab dem neuesten Alice-Part auch so kommen, dass das ja dann eben so eingeblendet wird. Und also der Alice-Part, der jetzt noch nicht hochgeladen ist, das heißt dann Part 8 oder 9, je nachdem. Außerdem werde ich es jetzt hier ans Ende dieses Videos auch nochmal dranhängen, um euch das kurz zu zeigen. Also das war's damit dann auch mit diesem Dirk Saas 94 Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play bzw. Podcast. Bis dahin.